Lam Kwok Wai wurde 1971 in Hongkong geboren und wuchs in einem Elendsviertel der Stadt auf. In der Lokalpresse wurde er als Sexteufel bekannt. Drogenmissbrauch und Kindesmissbrauch, Kreditteile und Selbstmorde, all dies gehörte damals zum Alltag dieses Viertels. Seine Mutter verließ die Familie, als er erst 3 Jahre alt war. Sein Vater trank jeden Abend eine Flasche Reiswein nach der anderen und die Stiefmutter vernachlässigte Haushalt und Kinder. Mit 15 Jahren brach er die Schule schließlich ab. Er begann, Autos zu stehlen und Rennen zu fahren, um aus der Langeweile des Alltags auszubrechen. Am 24. April 1992 lief er betrunken durch die Straßen mit dem festen Ziel, seine Wut an irgendjemanden auszulassen. Er begegnete einer 19-Jährigen, die er bis in ihr Haus hinein verfolgte. Im Fahrstuhl schlug er auf sie ein und vergewaltigte sie. Im Laufe der folgenden Monate beging er weitere brutale Vergewaltigungen. Panik brach im Viertel aus. Bald beging er seinen ersten Mord. Sein Opfer, eine 50-Jährige, wurde vergewaltigt und totgeprügelt. Die Polizei begann nun, weibliche Beamte als Lockvögel einzusetzen. 2 weitere Frauen kamen ums Leben. Dann gelang es der Polizei, endlich Lam Kwok Wai festzunehmen. Er gestand all seine Verbrechen sofort und beschwor, es täte ihm leid. Mitten im Verhör begann er zu kreischen. Er bekam einen Schweißausbruch, riss die Augen auf, schlug seinen Kopf gegen die Fliesen und flüsterte: Ich kann sie sehen. Sie beobachten mich. Ich kann sie sehen. Ihre Geister umzingeln mich. Er begann zu weinen und schlief unvermittelt ein. Am 16. August 1995 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Er akzeptierte sein Urteil, offenbar dankbar. Er befindet sich wohl noch immer in Haft.